Heute will ich euch mal ein bisschen von meiner Nebenberuflichkeit als Student erzählen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, wie meine Erfahrungen waren als Student, selbstständig zu sein als Entwickler und ob es vielleicht für euch auch etwas ist. Ich möchte euch also kurz mal ein bisschen Erfahrungen teilen quasi, ein paar Tipps mitgeben, ein paar To-Dos mitgeben, die man unbedingt beachten sollte und am Ende besprechen, ob es sich lohnt und für wen es etwas ist und für wen es eventuell nichts ist. Weil es gibt definitiv eine ganze Reihe von, in Klammern, Studententypen, für die das eigentlich nichts ist. Also die wirklich die Finger davon lassen sollten, weil es ihnen nicht wirklich Vorteile bringt. Aber wenn ihr Fragen dazu habt, euch selbst über die Selbstständigkeit austauschen wollt, über die Softwareentwicklung austauschen wollt, ganz oben in der Videobeschreibung ist ein Link zu Discord, da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder einfach mit jemandem eine Runde zocken. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los, viel Spaß und auf geht's! So, als erstes müssen wir damit anfangen, warum ich euch überhaupt etwas über dieses Thema erzählen kann. Also woher habe ich dieses Wissen? Habe ich das einfach nur aus irgendwelchen Blogbeiträgen gelesen oder habe ich die Erfahrung selbst gemacht? Ich habe mich 2013 bzw. im Dezember 2013 selbstständig gemacht, also da habe ich meine Unternehmensanmeldung quasi für mein Kleingewerbe abgeschickt, damals in der kleinen Stadt Villingen und wo ich studiert habe. Was heißt, es war in meinem ersten Semester bzw. am Ende meines ersten Semesters, wo ich mich selbstständig gemacht habe und das ist jetzt schon eine ganze Weile her, mittlerweile fast 7 Jahre. Ich gehe jetzt ins 8. Jahr quasi als Freelancer. Ich muss aber dazu sagen, ich war niemals voll selbstständig. Ich war neben dem Studium selbstständig und ich bin jetzt neben meinem Hauptberuf selbstständig. Das heißt, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, wirklich 100% in die Selbstständigkeit zu gehen. Es hat mich nie so richtig dahin gezogen, aber es macht mir viel Spaß, kleinere Projekte nebenher zu betreuen. Aber prinzipiell, warum habe ich mich überhaupt selbstständig gemacht als Student? Schlicht und ergreifend, ich brauchte Geld. Ich wollte Geld haben, um mir einen neuen Notebook zu kaufen, um mal damals mit meinem Fotografie-Hobby loszulegen, um mir eine Kamera zu kaufen, um mit Freunden Urlaub zu fahren. Was heißt, einfach als Student braucht man auch ein bisschen Geld. Und ich hatte keine Lust, am Fließband zu stehen und irgendwelche Kisten zu sortieren. Warum ich mich dann für die Selbstständigkeit entschieden habe, um dort einfach diese Erfahrungen mitzunehmen. Man muss dazu aber auch sagen, ich hatte davor schon Erfahrung. Ich habe 1 Jahr Praktikum in einer Werbeagentur gemacht, wo ich viel mit Grafik zu tun hatte, wo ich aber auch schon ein bisschen in die Webentwicklung damals gegangen bin mit WordPress. Und daher habe ich so ein bisschen Vorkenntnisse gehabt, die mir viel geholfen haben, als ich dann später selbstständig war. Allerdings gab es auch jede Menge Herausforderungen, die ich jetzt mit euch ein bisschen besprechen will, weil, naja, es ist wirklich nicht für jeden etwas, selbstständig zu sein. So, als erstes geht es mal um die Vorteile und der wichtigste Vorteil oder der offensichtlichste Vorteil mehr oder weniger ist, dass ihr eine Menge lernt. Ihr sammelt Erfahrungen und ihr vernetzt euch und diese Erfahrungen, die wirklich teilweise ja dann extrem fachbezogen sind, helfen euch später nach dem Studium im Berufseinstieg. Ihr werdet hundertprozentig, wenn ihr eure Arbeit gut macht, auch während dem Freelancer-Dasein schon Jobangebote bekommen. Spätestens nachdem ihr euren Bachelor oder so fertig habt, werdet ihr auch wirklich gute Jobangebote bekommen, wo ihr euch überlegt, lohnt es sich eigentlich noch selbstständig zu sein, seinen Master zu machen oder wollten wir nicht direkt in die Selbstständigkeit gehen. Das Schöne ist, ihr lernt aber auch eine Menge Teams kennen. Was heißt, ihr wisst, wie es in vielen Unternehmen läuft. Wenn ihr zum Beispiel für viele Agenturen gearbeitet habt, wisst ihr, wie es dort abläuft. Könnt ihr vielleicht überlegen, ob es was für euch ist, ob es nichts für euch ist oder was euch in Teams wichtig ist nach eurem Studium, worauf ihr achtet, was ihr sucht. Und diese Kenntnisse helfen euch nach dem Studium Job zu finden ungemein und ich würde auf diese Erfahrungen niemals verzichten wollen, weil es hat wirklich eine Menge Türen geöffnet. Ich habe viele coole Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe und mit denen ich immer noch Projekte umsetze. Der zweite wichtige Vorteil ist, ihr kriegt natürlich Geld. Das ist der zweitwichtigste Vorteil bei der Selbstständigkeit, weil ihr arbeitet und dafür werdet ihr relativ gut entlohnt und deutlich besser in der Regel als Werkstudent oder wenn ihr irgendwo am Fließband als Aushilfe arbeitet oder bei Rewe an der Kasse. Ihr verdient also wirklich echt gut Geld und wenn ihr später auch die richtigen Projekte habt, verdient ihr auch sehr regelmäßig Geld. Also es ist auch nicht mehr so, am Anfang ist es so, ihr macht so ein bisschen Projekthopping, aber später ist es so, ihr werdet sehr kontinuierlich jeden Monat eure Einnahmen erzielen und das ist als Student wirklich Gold wert. Also man hatte, wenn man als Student selbstständig war, nicht wirklich Geldprobleme, weil man ja sowieso keinen wirklich hohen Lebensstandard hat. Also wenn man irgendwo in einer WG wohnt, vielleicht kein Auto hat, dann ist es nicht wirklich so, dass man jetzt echt viel Geld braucht, um zu überleben und ihr habt dann eine Menge, um euch schön in Urlaub zu fahren, um euch ein neues Notebook zu kaufen oder einfach vielleicht anfangen schon so ein bisschen zu sparen.
Das sind so die zwei offensichtlichsten und wichtigsten Vorteile, aber es gibt noch zwei weitere. Nummer eins, es gibt nämlich den großen Vorteil, ihr könnt euch eure Zeit selbst einteilen. Anders als Werkstudent seid ihr komplett frei. Wenn ihr gerade Prüfungszeit habt, könnt ihr selbst eure Aufträge so legen, eure Projekte so legen, dass ihr dort frei habt. Wenn ihr gerade viel Stress habt in der Uni, dann könnt ihr eure Projekte so legen, dass ihr dort einfach wenig habt. Gleichzeitig, wenn ihr Semesterferien habt und viel Freizeit, könnt ihr sagen, hey, vielleicht kann ich hier eine Woche voll durchziehen und zwei Projekte abschließen. Das ist am Anfang ein bisschen schwer, weil ihr nicht genug Projekte habt meistens, aber später wird es so, dass ihr, vor allem wenn ihr als Freelancer bei Agenturen, bei anderen Firmen eingestellt seid bzw. dort Projekte generiert, dass ihr sehr schnell sehr viele Projekte habt und ihr euch auswählen könnt, wo ihr hingeht und wann ihr die macht. Und das ist ein Riesenvorteil, das dauert aber ein bisschen. Also das beginnt bei weitem nicht bei Anfang. Bei mir war es so ein, zwei Jahre, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Dann hat es angefangen, so richtig anzuziehen, dass ich wirklich mehr Projekte hatte, als ich bearbeiten konnte. Und glücklicherweise hält das bis heute durch. Klopf auf Holz, dass es auch so bleibt. Prinzipiell sind das so, oder ist das einer der wichtigen Vorteile, aber der letzte große Vorteil ist, ihr habt einfach die Möglichkeiten, Sachen abzusetzen und Software und also einfach Produkte zu nutzen, die man als normaler Student eigentlich nicht so hat. Und das hat damit zu tun, dass ihr für Projekte diverse Tools braucht. Ihr braucht zum Beispiel die Adobe Creative Cloud hundertprozentig. Ihr braucht auch so etwas wie einen eigenen Server, um einfach eine eigene Entwicklungsumgebung zu haben. Ihr braucht auch andere Tools wie ein richtig gutes Notebook oder Softwareprodukte wie die Microsoft 360 Cloud, damit ihr da irgendwie die E-Mails richtig verwalten könnt und so etwas. Und diese ganzen Tools sind einfach praktisch. Ihr könnt euren Server ja nicht nur für die Arbeit nutzen, sondern auch für irgendwie ein Studienprojekt. Oder ihr könnt die Creative Cloud von Adobe auch für private Zwecke nutzen, obwohl ihr es halt einfach für die Arbeit gekauft habt. Also diese ganzen Punkte, dieses duale Nutzen seiner Arbeitsressourcen im privaten und im Studienumfeld hilft euch. Ist jetzt kein Riesenvorteil, aber es ist schon merklich, dass man einfach ein bisschen mehr Spielraum bei seiner Auswahl der Tools für zum Beispiel ein Studienprojekt hat, als wenn man diese Tools nicht zur Verfügung hätte. So, natürlich ist nicht die ganze Welt kunterbunt, sondern es gibt auch Nachteile. Und hier komme ich auch dazu, warum es Studentengruppen gibt, die vielleicht nicht so dafür geeignet sind. Ihr habt nämlich grundsätzlich weniger Zeit. Und Freelancing bzw. überhaupt neben dem Studium zum Arbeiten ist herausfordernd. Wenn ihr große Probleme habt, dazu komme ich gleich noch, mit dem Studium, dann würde ich euch sehr davon abraten, weil es wirklich viel Zeit kostet. Vor allem die ersten Jahre werdet ihr nicht 10 Stunden Projekt in Rechnung stellen und wirklich nur 10 Stunden arbeiten, sondern es sieht eher so aus, dass ihr 10 Stunden in Rechnung stellt und 20, 25 Stunden an dem Projekt arbeitet, weil euch einfach die Informationen fehlen, die Referenzen fehlen, die Erfahrungen fehlen, dieses Projekt schnell umzusetzen. Das dreht sich immer mehr. Umso länger ihr dabei seid, umso öfter wiederholt sich etwas. Wenn ihr das 30. Mal eine Sidebar gebaut habt, dann werdet ihr nicht mehr die vollen 10 Stunden, die ihr vielleicht dafür veranschlagt habt, brauchen, sondern deutlich weniger. Und das ist dann der Vorteil, wo es dann wirklich Spaß macht zu arbeiten. Aber am Anfang ist es einfach nicht so. Ihr werdet viel mehr Zeit aufwenden als das, was ihr berechnet habt und wahrscheinlich viel mehr Zeit investieren als das, was ihr vielleicht bei 10 Stunden bei Rewe an der Kasse sitzen aufbringen müsstet. Das ist so der große Punkt. Ansonsten habt ihr auch am Anfang den großen Nachteil der Unregelmäßigkeit. Was heißt, wenn ihr davon leben müsst, wenn ihr nicht irgendwie durch die Eltern unterstützt werdet oder BAföG bekommt oder so etwas, dazu später sowieso noch mehr, dann ist das ein Riesenproblem, diese ganzen Geschichten zu managen. Also ihr werdet nicht regelmäßig jeden Monat eure 400 Euro bekommen. Ihr werdet vielleicht mal einen Monat haben, da kriegt ihr 1800 und dann wieder zwei Monate, wo ihr gar nichts kriegt. Und am Anfang sind diese Zeiten extrem unterschiedlich. Also ich habe in meinem ersten Jahr quasi in meinen Semesterferien in zwei Monaten 95% von dem verdient, was ich im ganzen Jahr verdient habe. Und das lag nicht daran, dass ich es wollte, sondern das lag daran, dass ich da ein cooles Projekt gekriegt habe, beziehungsweise zwei Stück, und das Rest des Jahres einfach keine Projekte bekommen habe. Es wird besser, vor allem später, wenn ihr mehr Projekte habt, dann könnt ihr euch die so einteilen, dass ihr jeden Monat Projekte abschließt. Und das wird dann einfach deutlich angenehmer. Aber am Anfang, bis ihr zu diesem Punkt kommt, ist es sehr, sehr unregelmäßig. Und das müsst ihr einfach im Hinterkopf behalten. Ein weiterer riesengroßer Nachteil ist die Bürokratie, die auf euch zukommt. Ihr müsst eine Steuererklärung machen jedes Jahr und das ist nicht optional. Ihr müsst das machen. Ihr müsst euch mit Themen wie Recht auseinandersetzen. Was heißt,
Wie ist das mit Datenschutz? Weil das gilt auch für euch als Freelancer, als Student. Ihr müsst die DSGVO einhalten. Ihr müsst was Schönes machen wie eine Datenschutzfolgeerklärung und diese ganzen schönen Sachen. Ihr werdet definitiv einen Anwalt brauchen, hundertprozentig alleine für das Erstellen von beispielsweise Verträgen oder so etwas. Ihr braucht hundertprozentig eine Versicherung. Ihr müsst euch mit der ganzen Bürokratie des Finanzamtes auseinandersetzen, mit Fristen, mit Regeln, mit Gegebenheiten. Aber auch wenn ihr beispielsweise BAföG bekommt, mit dem ganzen BAföG-Zeug und mit der Krankenkasse. Diese ganzen Themen werden auf euch zukommen, dass ihr da nachfragen müsst, wie ist das, wenn ich mich selbstständig mache? Welche Regeln gibt es? Beispielsweise, wenn ihr über eure Eltern in der Familienkasse seid, dann heißt es für euch, erstmal da anrufen und zu fragen, wie ist das, wenn ich mich selbstständig mache und auf einmal 6.000 Euro im Jahr verdiene? Bin ich dann immer noch familienversichert oder muss ich mich selbst versichern? Wenn ihr über 25 seid, ist das sowieso nicht mehr so wichtig, aber diese ganzen Themen müsst ihr besprechen und ich empfehle euch, vor der Selbstständigkeit diese Themen klären. Das heißt, überlegt euch, wie funktioniert das mit dem BAföG? Wie funktioniert das mit der Krankenkasse? Wie funktioniert das mit beispielsweise einer Haftpflichtversicherung und diesen ganzen Punkten? Diese ganze Bürokratie wird euch zukommen und das ist eine Menge Arbeit. Das ist nicht kunterbunt, sondern es ist eine Menge Arbeit, die nichts mit eurem Beruf zu tun hat, den ihr ausüben wollt. Nichts mit Softwareentwicklung, nichts mit Design, sondern es ist einfach schrecklich langweilig und da müsst ihr durch. Ob es sich lohnt, muss jeder selbst entscheiden, aber es ist wohl der größte Nachteil an der ganzen Geschichte. So wie gerade angesprochen, gibt es einige Punkte, die ihr beachten müsst, und zwar von Anfang an. Nummer 1, der wohl wichtigste Punkt, informiert euch. Und hier guckt nicht irgendwie eine Online-Schulung, auch dieses Video ist keine Informationsquelle für die Selbstständigkeit, sondern geht zu eurer regionalen IHK-Stelle, geht zur regionalen Finanzamt. Die bieten in der Regel so etwas wie Gründerseminare an. Ich war damals in Freiburg von der IHK, das war echt cool. Das war von Samstag 8 Uhr morgens bis 17 Uhr mit einem kleinen Mittagessen dazwischen. Und ich muss sagen, das hat irgendwie 50 Euro gekostet oder so und es war mega. Was heißt, da war jemand, der hat von Anfang an erklärt, worauf kommt es an, was müsst ihr beachten, welche To-Dos gibt es, welche Ansprechpartner gibt es beispielsweise direkt in den Finanzämtern. Also der konnte direkt Namen nennen und E-Mail-Adressen und hat dann direkt auch die Kontakte hergestellt. Er hat erklärt, welche Geschäftsform es gibt, was da auf euch zukommt, welche für die verschiedenen Anwendungsfälle das Beste ist. Und das lief quasi so, dass der Vormittag war so mehr Präsentation. Und am Nachmittag war es dann so, dass man Fragen stellen konnte und in den Austausch mit den Beratern gehen konnte. Also man konnte dort wirklich hingehen und sagen, hey, ich will mich selbstständig machen als Softwareentwickler. Was muss ich beachten? Was kommt da auf mich zu? Und die Leute haben Ahnung. Die können euch wirklich helfen. Die wissen eine Menge über Finanzämter. Die wissen eine Menge über Recht, über die ganzen Rahmenbedingungen. Und macht so etwas. Das sind wirklich Informationen, die euch weiterhelfen. Eine Online-Schulung oder ein Buch ist natürlich nicht schlecht, aber es ist bei weitem nicht fachlich so gut wie so etwas. Die zweite wichtige Sache, die ihr klären müsst, ist das, was ich gerade auch schon angesprochen hatte, und zwar einmal BAföG und Krankenkasse. Wenn ihr BAföG bekommt und wenn ihr über die Familie versichert seid, sind das zwei Punkte, die ihr von Anfang an klären müsst, weil da kommt eine Menge Arbeit auf euch zu. Krankenkassen haben in der Regel irgendwelche, meiner Meinung nach, relativ frei gewählten Grenzen, wie viel ihr verdienen könnt als Student, bevor ihr euch selbst versichern müsst. Fragt dort nach, lasst euch das schriftlich geben, sodass ihr da safe seid. Wenn ihr natürlich wisst, okay, wenn ich über 5.000 Euro verdiene, dann muss ich mich selbst versichern. Ihr habt die Möglichkeit, keine Ahnung, 15.000 Euro im Jahr zu verdienen, dann lohnt es sich wahrscheinlich, selbst sich zu versichern und quasi den sauren Apfel zu beißen und das zu bezahlen. Wenn ihr natürlich noch gar nicht wisst, wie viel ihr verdient, dann solltet ihr erstmal im ersten Jahr diese Grenze anpeilen, um da nicht rüber zu gehen. Und BAföG ist ein Thema für sich. Fragt nach, wie das aufgebaut ist. Ich habe selbst kein BAföG bekommen, ich weiß das nicht. Aber ich habe von Freunden gehört, dass es eine Menge Arbeit ist und eine Menge Nerven kostet, das zu klären. Und ich würde auf jeden Fall vorneweg mit dem BAföG-Amt in Kontakt treten und nicht im Nachhinein, weil das war bei einem Freund so, dass das eine Menge Backfire erzeugt hat, wo er quasi eine Menge erklären musste, warum er jetzt Student ist, warum er das nicht angemeldet hat und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, das sind so Punkte, die ihr unbedingt klären müsst. Der dritte Punkt ist mehr oder weniger Steuern und Buchführung. Und hier gilt, ihr müsst Steuern erreichen. Ihr seid steuerpflichtig, ihr fallt wahrscheinlich im ersten Jahr unter die Steuereinkommensfreigrenze, also ihr müsst dann wahrscheinlich keine Steuern machen, aber ihr müsst eine Steuererklärung machen. Prinzipiell heißt das für euch, ihr müsst Belege sammeln und ihr müsst im besten Fall irgendeine Art von Buchhaltungssystem nutzen. Ich persönlich kann empfehlen, LexOffice oder Safdesk zu nutzen. Das sind zwei Systeme, die eigentlich ganz nett sind und in der Videobeschreibung ist dazu auch ein Link. Prinzipiell reicht aber auch eine Excel-Tabelle. Ihr müsst nur einfach
alle Belege, die irgendwie zu eurer Selbstständigkeit gehören, sammeln. Ihr müsst alle Rechnungen, die ihr gestellt habt, sammeln und am Ende quasi davon eine Steuererklärung machen. Wie ihr das genau macht, werde ich nicht wirklich erklären, weil das ist ein Thema für sich. Ich persönlich nutze einen Steuerberater, kann ich nur empfehlen, macht eine Menge Sinn. Am Anfang könnt ihr das aber auch ohne weiteres selbst machen, vor allem wenn ihr vielleicht nur ein paar hundert Euro verdient, dann ist dem Finanzamt das meistens sowieso relativ egal. Hauptsache, ihr habt so eine Gewinn- und Verlustrechnung eingereicht. Aber holt euch da einen Steuerberater, das bringt euch am meisten und der kann euch auch viele Fragen dazu beantworten. Was ich hierzu aber sagen kann, steigt von Anfang an auf irgendein Tool um. Ihr denkt am Anfang, 6, 7 Euro im Monat für so ein Tool sind viel Geld, sind es nicht. Die Arbeit, die ihr später aufbringen müsst, um sowas aufzubereiten, wenn ihr zum Beispiel sowas macht, wie euch ein Notebook zu kaufen und das abschreibt über Jahre, dann ist so ein Tool Gold wert, weil es für euch diese ganze Arbeit einfach aufsummiert, wie gesagt, eine Excel-Tabelle geht. So ein Tool lohnt sich von Anfang an, kann ich nur empfehlen. So, der nächste wichtige Punkt ist, quasi holt euch ein Bankkonto. Und zwar von Anfang an, von dem ersten Moment, wo ihr euch selbstständig gemacht habt, holt euch ein Bankkonto und wickelt alles über dieses Konto ab. Jede Buchung eines Tools, was ihr nutzt, zum Beispiel von Adobe oder eures Webservers, soll auf dieses Bankkonto abgebucht werden. Jeder Kunde bezahlt auf dieses Bankkonto seine Quittungen und so habt ihr alle Transaktionen eurer Selbstständigkeit an einem Fleck. Das habe ich im ersten Jahr nicht gemacht, war ein großer Fehler. Ich hatte nicht viele Buchungen, aber es war trotzdem ein großer Fehler, weil man zwischen seinen ganzen online-privaten Buchungen auf einmal seine, Klammern, Selbstständigkeitsbuchungen raussuchen sollte. Und spätestens, wenn es darum geht, Steuern zu zahlen und ihr über die Steuerfreigrenze kommt, solltet ihr auf diese Steuern vorlegen. Was heißt, wenn ihr beispielsweise 1000 Euro verdient, legt einfach schon einen gewissen Prozentsatz, den ihr wahrscheinlich an Steuern bezahlt, zurück und das zu trennen von eurem privaten Geld ist Gold wert. Deswegen empfehle ich euch unbedingt ein Geschäftskonto anzulegen, irgendwo, wo ihr wollt. Im besten Fall bei eurer Bank, wo ihr sowieso schon privat seid, weil euch das ein bisschen diese ganze Bürokratie erspart. Aber sonst bei irgendeinem Konto, wo ihr relativ gut abschneidet. Dazu gibt es hunderte und Vergleichsportale. Sucht euch eins aus. So, ein weiterer wichtiger Punkt ist Versicherungen. Und zwar von Anfang an. Vom ersten Monat an versichert euch als selbstständiger Freelancer, je nachdem in welchem Bereich ihr unterwegs seid, gibt es dafür spezielle Haftpflichtversicherungen. Und das ist unfassbar wichtig, weil auch wenn ihr nur ein Projekt habt für 600 Euro, weil ihr an einem Online-Shop irgendwie ein Produktbild austauscht, ihr dabei aber irgendwie den Online-Shop zum Abstürzen bringt und er ist offline und bleibt vielleicht für 3 Tage offline, weil ihr da Mist gebaut habt, weil ihr irgendwo auf Updaten gedrückt habt, was ihr nicht hätte tun sollen. In dem Moment seid ihr dafür verantwortlich. Ihr werdet in die Haftung gezogen und egal, ob ihr dafür 600 Euro bekommen habt, ob ihr nebenher das irgendwie gemacht habt, dass euer erstes Projekt ist, ihr werdet dafür in Rechenschaft gezogen. Und dagegen solltet ihr euch versichern mit einer Haftpflichtversicherung. Es gibt nicht ganz so viele, lasst euch da von einem Versicherungsmakler beraten und schließt dort eine Versicherung ab. Am Anfang sind die gar nicht so teuer. Ich habe für meine erste Haftpflichtversicherung, ich glaube, knapp 35 Euro im Monat gezahlt. Als Student, das war ganz okay, das war nicht so viel, das ist trotzdem am Ende des Jahres in das 300, 400 Euro, die ihr dafür aufbringen müsst. Aber die Gewissheit zu haben, dass man safe ist und dass man nicht irgendwie auf einmal 100.000 Euro Schadensersatz zahlen muss, sind wirklich beruhigend und ich kann das nur wärmstens empfehlen. So, der letzte Tipp, den ich euch geben kann, ist, baut euch von Anfang an eine Struktur auf. Was meine ich damit? Prinzipiell, ihr werdet als Freelancer Rechnungen haben, ihr werdet Belege haben, ihr werdet Projekte haben. In den Projekten werdet ihr jede Menge Dokumente haben und die müsst ihr sammeln. Ihr müsst eine Struktur haben, um alle Dokumente, die ihr habt, quasi zu managen. Und das solltet ihr von Anfang an irgendwie sicher tun. Und mit irgendwie sicher meine ich beispielsweise in einem Cloud-Service, der DSGVO-konform ist, oder zum Beispiel in einer eigenen Custom Cloud oder irgendwo, aber nicht nur auf eurem Notebook. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn beispielsweise euer Notebook kaputt geht, dort alle Rechnungen von euch gespeichert sind und ihr müsst am Ende trotzdem noch irgendwie die Steuererklärung machen und dann müsst ihr das alles wiederherstellen. Das heißt, sorgt euch von Anfang an um eure Daten und zwar sehr, sehr sicher und immer mit den Gedanken der DSGVO. Dazu kann ich nicht wirklich was erzählen, das ist ein Thema für sich. Es gibt mittlerweile deutsche Dienste, die sowas anbieten. Es gibt auch internationale Dienste, die so etwas anbieten, dass das DSGVO-konform ist. Aber überlegt euch, sowas zu machen und das von Anfang an zu tun. Egal, ob das Geld kostet oder nicht, irgendwo ein Terabyte Cloud-Speicher ist Gold wert und ich kann es nur empfehlen, von Anfang an darauf zu achten und das zu tun.
So, jetzt geht es um die Frage, ob die Selbstständigkeit etwas für euch ist. Prinzipiell muss ich nämlich sagen, die Selbstständigkeit ist bei weitem nicht für jeden etwas und ihr solltet euch am Anfang gut überlegen, ob das etwas für euch ist und hier auch ehrlich mit euch selbst sein, also nicht denken, okay, hey, ich krieg das super hin, das ist überhaupt kein Problem, obwohl ihr euch im Studio mega schwer tut, obwohl ihr euch mit selbstständigem Arbeiten sehr, sehr schwer tut, dann solltet ihr das auf gar keinen Fall machen. Ihr solltet euch nicht Selbstständigkeit machen, ihr werdet euch damit keine Freude machen, sondern einfach jede Menge Sorgen, Qualen und Stress. Und das solltet ihr von Anfang an beachten. Also wenn ihr euch schwer mit eurem Studium tut, wenn ihr wirklich Probleme habt, dann macht es nicht. Geht nicht in die Selbstständigkeit, macht etwas anderes, um Geld zu verdienen, aber auf jeden Fall nicht die Selbstständigkeit, ihr werdet damit keine Freude haben. Nummer zwei ist, wenn ihr der typische Typ Prokrastination seid, ihr alles bis aufs Letzte hinausschiebt, ihr wenig Motivation habt, euch samstags hinzusetzen und in dem Moment einfach mal zu arbeiten, obwohl die Freunde vielleicht an Baggersee fahren. Das ist so ein Problem, womit man einfach klarkommen muss und da müsst ihr dann auch das Motto haben, nee, ich muss heute arbeiten, ich bin raus. Weil es gibt niemanden, der euch zwingt dazu. Es gibt niemanden, der euch kontrolliert, der sagt, hey, du solltest heute mal die Aufgabe fertig machen, sondern das müsst ihr selbst tun. Ihr braucht diesen Eigenwillen, etwas fertigzustellen, etwas anzufangen, euch hinzusetzen und zu arbeiten. Und wenn ihr das nicht habt, wenn ihr das für euer Studium oder für private Projekte nicht habt, dann habt ihr das wahrscheinlich auch nicht für die Selbstständigkeit und das solltet ihr unbedingt beachten und hier wirklich ehrlich mit euch sein, weil ich habe es bei einigen Freunden im Studium gesehen und Bekannten im Studium gesehen, die sich selbstständig gemacht haben, die es nach ein, zwei Jahren wieder aufgaben, weil sie einfach nicht der Typ dafür sind. Die einfach nicht diesen Willen haben, sich selbstständig samstags hinzusetzen und zu arbeiten, sondern die immer jemanden brauchen, der quasi sagt so, hey, mach das mal jetzt. Und das gibt es einfach als Selbstständiger nicht. Nummer drei ist, ihr solltet der Typ sein, der offen auf Menschen zugehen kann. Und das meine ich damit, ihr werdet auf Kunden zugehen müssen. Ihr müsst mit Leuten verhandeln, ihr müsst über Geld reden, ihr müsst über Projekte reden, ihr müsst eure Stellung vertreten können gegenüber Kunden und Leuten, die viel älter sind als ihr, die viel mehr Erfahrung haben als ihr. Und ihr müsst dann trotzdem auftreten können, so, ich weiß, was ich mache, das kann ich, das biete ich euch, das will ich dafür. Und da müsst ihr auch einfach ehrlich mit euch sein. Wenn ihr jemand seid, der sich unfassbar schwer tut, am Telefon mit jemandem zu sprechen oder einfach mit Leuten zu sprechen, auf Leute zuzugehen, seine Meinung zu vertreten, dann ist die Selbstständigkeit echt schwer. Es ist nicht so, dass ihr es nicht schaffen würdet, aber es ist echt schwer. Und da müsst ihr euch wirklich, ja, ehrlich sein, ob ihr das einfach nur noch nie gemacht habt und die Erfahrung nicht habt, aber nicht wirklich ein Problem damit hättet. Oder ihr jemand seid, der einfach so ein bisschen passiver ist, der einfach keine Lust hat, mit Leuten zu telefonieren, mit Leuten zu sprechen, mit denen er noch nie gesprochen hat. Oder der sich schwer, sehr schwer tut, über Geld und seine Fähigkeiten in Verhandlungen zu sprechen. Und da gibt es eine ganze Menge, die sich damit sehr schwer tun. Und wenn ihr damit Probleme habt, dann ist die Selbstständigkeit schlichtweg nichts für euch, weil das quasi der Grundstein ist, um überhaupt an Projekte zu kommen. Und ihr werdet das machen müssen und da müsst ihr einfach wirklich mit euch im Klaren sein, kann ich das oder kann ich das nicht. So, der letzte Punkt ist, könnt ihr die Verantwortung übernehmen. Wie schon gesagt, als Selbstständiger seid ihr euer Chef. Es gibt niemand, der euch auf die Finger klopft, der für euch die Verantwortung übernimmt. Wenn ihr ein Projekt versemmelt, seid ihr es, die es ausbaden müssen. Ihr seid die, die eventuell Schaden zahlen müssen. Ihr seid eventuell die, die irgendwie dafür aufkommen müssen, dass das Projekt fertig wird. Und wenn ihr die Fähigkeiten nicht habt, müsst ihr dafür sorgen, dass ihr die Fähigkeiten erlangt. Wenn ihr etwas verbockt habt, müsst ihr es wieder ausbaden. Und diese Verantwortung zu übernehmen ist einfach Basis. Es gehört dazu, sonst seid ihr nicht selbstständig. Es ist eine Menge, ja, Spaß, einfach selbstständig zu sein und die ganzen Vorteile zu genießen. Aber ihr solltet auch die Nachteile und vor allem diese Verantwortung kennen. Und wenn ihr keine Lust habt, diese Verantwortung zu übernehmen, ihr nicht der Typ seid, diese Verantwortung zu übernehmen, dann macht euch nicht selbstständig. Ihr werdet keine Freude haben und das ist ein Punkt, den ihr unbedingt beachten solltet. So, am Ende natürlich noch mein Fazit. Und zwar, lohnt es sich? War ich gerne Freelancer? Bin ich damit zufrieden? Und die Frage lässt sich ganz einfach beantworten, ja. Ich bin immer noch Freelancer, mir macht es immer noch eine Menge Spaß. Ich möchte die Zeit damals als Student nicht missen. Ich habe viele Sachen gelernt, ich habe viele neue Kontakte geknüpft, viele coole Projekte umgesetzt. Ich habe natürlich auch jede Menge Zeit darin versenkt. Also ich habe hier und da mal eine Party nicht mitnehmen können oder hier und da mal einen Filmeabend doch bei mir auf dem Zimmer mit Laptop verbracht. Aber trotzdem möchte ich diese Zeit nicht missen. Ich möchte auch immer noch Freelancer sein, auch wenn ich jetzt nebenher arbeite. Einfach aus dem Grund, weil man kleine Projekte umsetzen kann, die man in seiner richtigen Arbeit beispielsweise nicht hätte. Also ich habe teilweise einfach coole kleine Projekte für Startups, die Spaß machen, daran zu entwickeln. Und da man davon nicht leben muss, ist die Nebenberuflichkeit halt wirklich super, da man einfach nur Projekte annehmen kann, die einem wirklich etwas bringen. Wenn man gerade Lust darauf hat, wenn ich jetzt keine Lust habe, als Freelancer zu arbeiten, dann nehme ich einfach mal einen Monat keine Projekte an oder wenn ich
keine einfach zu viel Stress irgendwo anders habe, dann kann ich mir das selbst einteilen. Gleichzeitig, wenn ihr ein cooles kleines Projekt habt, das ihr umsetzen wollt, dann könnt ihr das einfach machen und das ist für mich Gold wert. Und deswegen möchte ich persönlich niemals wieder nicht selbstständig sein aktuell und denke, werde es auch nicht machen. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung sind jede Menge Social Netzwerke. Schaut einfach mal vorbei, sagt mir Hallo. Ansonsten könnt ihr dort auch den Channel unterstützen mit den Affiliate-Links. Und ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.